Mitten in der Nacht, als wenn man Flugzeuge nicht auch tagsüber abholen könnte. Aber nein, wir müssen ja unbedingt für unseren Club Flugzeuge in Italien bestellen. Und jetzt müssen wir 4 Stunden 15 über die Alpen rüberfliegen nach, boah, wie heißt denn das? Neapel, also irgendwo bei Neapel. Naja, wir fliegen mit Michaels DA 42. Der Michael ist der Pilot, der Achim fliegt noch mit, ja, der Sebastian. Und ja, ich dokumentiere das Ganze. Und das Wetter über die Alpen soll ja auch nicht so toll sein. Ne? Gucken wir mal, was sich so heute alles ergibt. Gell? Wir sehen uns. Bis später. Ciao. Guten Morgen. Guten Sag Morgen. Mal, was ist heute für ein Tag? Heute ist der 5.11. Ja, und heute was? Heute ist Techno am Tag. Wow, was machen wir heute? Heute gehen wir die Maschinen übernehmen. Ja, cool. Und es wird auch gleich losgehen. Wir werden jetzt unser Lunchpaket erstmal abholen beim Albert, damit wir unterwegs was zu futtern haben. Wir werden ungefähr 4 Stunden 15 uns verkneifen müssen, auf Toilette zu gehen. Hier ist die Porto-Toilette. Wir werden uns ein bisschen über die Alpen quälen. Vereisung angesagt heute. Vereisung angesagt, und, ja genau. Ach, minus 36. Das ist der Travel John, ja? Ja. Der moderne. Mhm. Ja, dann nehmen wir den mal mit und dann geht's jetzt los. Morgen! Und? Moin. 7.30 Uhr, 5.11. Viel zu früh. Was ist heute für ein Tag? Dienstag. Italien-Tag. Techno-Tag. Alles gut? Ja, klar. Ja. 4 jetzt Stunden 15 weiter. Jetzt? 4 Stunden 15, jetzt wird ja Wahnsinn. Ja. Mit den heißen Italienern mit Sorte. Die Uschi, die Jutta. Okay. Nee, das darf ich jetzt nicht laut sagen, weil das kommt nachher. Na klar. So, das können wir nicht sagen. Ja? Sag mal, Alex, sag mal, hast du eigentlich irgendwas mit Fliegen zu tun? Ich fliege unheimlich gern von hier nach, keine Ahnung wohin. Wie wär's mit Neapel? Italien, Pizza, ja, Pasta, Technam 2008. Ja. Wann? Heute, jetzt 7.30 Uhr. Ich sitze? Ja. Kofferpacke. So, ich will mal jemand gucken. Hast du Headset dabei? Ja. So, das A-Team? Das A-Team. Das A-Team. So. Jetzt geht's los. Es geht los. Italien, Neapel, Technam. So, schau mal. Selbst Pizza, bei uns, Pasta. Bei uns startet schon heute Morgen der Schulbetrieb. Aha. Guck dir das Mädchen an, bald wird es ersetzt. So hat es eins geklungen. Und es wird anders. Aber es wird schöner, ich bin überzeugt. Moin, Achim. Ja. Bereit? On my way to Neapel, to Capua und Salerno. Wer freut sich alles? Ja! Ich! So. Wir brauchen Sauerstoff. Jo, ganz definitiv. Ja? Ganz sicher. Wie hoch? Jo, vielleicht nicht. Schläft mal gut. Ja. So. Entschuldigung, ich will schon hier reichen. Ja. Morgen. Ja, das Flugwetter ist ein bisschen gemischt. Heute Morgen hier ist natürlich Blue Sky, ganz klar. Aber über dem Alpenhauptkamm, da haben wir eine Menge Staubewölkung. Das heißt, da werden wir auch ein bisschen mit Icing zu tun haben. Wir werden so hoch es geht fliegen, dass wir ungefähr die minus 20 Grad bis minus 25 Grad vielleicht bekommen. So auf Flugfläche 180 müsste das möglich sein. Dann dürfte das Icing relativ gering sein. Wir fliegen über München, dann Alpenkamm rüber nach Venedig. Von Venedig raus weiter dann die Adria runter Ancona, von Ancona nach Pescara und von Pescara dann über die Abruzzen rüber nach Salerno.
Papa Foxtrot. Serial Number 1156. Brand new, nagelneu. Patricia, hallo, was so. Hallo. Wie ist denn das für dich? Ich meine, wir sind ja jetzt nicht die Ersten und die Einzigen, die kommen im Flugzeug abholen hier. Ne? Es ist immer wieder spannend und ja. Es ist immer schön zu sehen, wie die Kunden eine Freude ausstrahlen, wenn ihr eigenes Flugzeug hier steht. So, jedes Mal leuchtende Augen? Jedes Mal. Jeder fasst es an? Ja, jeder kontrolliert, jeder freut sich, jeder spielt, wie die drei hier schon im Flugzeug sind. Ist eine tolle Sache, macht immer wieder Spaß. Und? Wie fühlt es sich an? Ein und frei. Neu. Ja. Wie fühlst du dich? Etwas geschafft, aber... Ja. Schade, dass die MT-Propeller hier nicht auch noch die Farbe angepasst haben. Dass Michael. Dass die doch nicht so zusammenspielen. Ich bin immer begeistert. Also das ist ein ganz erhebender Moment, wenn man ein werksneues Flugzeug im Delivery Center abholen darf, wenn man das begutachten darf und das erste Mal in die Hand nimmt, das ist schon was Besonderes. Und im Prinzip dieses Feeling, irgendwie diesen Spirit hier einfach mit nach Mannheim bringen und unseren Mitgliedern auch zur Verfügung stellen. Ich finde, das ist was ganz Besonderes. Diesen Zustand werden wir so nie wieder sehen. Und das wird viele Jahre dauern, bis wir das wieder neu haben. Das muss man mal so gefühlt und gerochen haben. Das ist was ganz Besonderes. Nee? Ich bin sehr froh, dass ich das machen darf und sehr schön. Mr. President, it's a pleasure for us that you are going to take the pitch model. It's a pleasure for me. Thank you so much. And it's a pleasure to have you part of the company. Yeah, thank you, thank you. It's a pleasure to be here and to touch the plane and to be one of the first. It's very impressive. We can continue that relationship for us. Oh, yeah. We are here for supporting you and your company. Okay? Yeah. Thank you so much. So sieht er aus. Jetzt ist er uns. Achim, du bist ja jetzt so ein altgedienter Flieger. Du hast ja tausende von Flugstunden. Du hast ja wirklich die Welt gesehen in großen und kleinen Flugzeugen. Hast du das schon mal gehabt, so wie hier? Ich muss ehrlich gestehen, ja, dieses Jahr, die DR-42. Ja. Aber es ist immer wieder ein hebender Augenblick. Das ist mein zweites Mal, ein neues Flugzeug anzufassen und ausgeliefert zu sehen. Einfach was Besonderes. Das hat man nur sehr selten erlebt. Man sollte etwas demütig und dankbar sein, dass man das miterlebt hat. Endlich, das Flugzeug wird zum Abnahmeflug rausgezogen. Was machst du da? Testflug. Aha. Testflug, okay. Ich bin aufgeregt. So. Tatsächlich. Okay. Aber wir haben einen Schlüssel. Ja, komm, zeig mal. Das ist wahrscheinlich der richtige hier. So, das erste Mal. Okay. Schlüssel steckt. Master. So, Master. Wo ist der Master? Ist on. So, so, your first flight from Peter, doesn't it? It's my second or my third flight. Okay. But it's, let me say, half a year ago. No, okay. Huh? Okay. So, okay, bye-bye for the moment. Guten Flug. Have a nice flight. Danke. Was geht es heute? Wir nehmen jetzt den Flieger nochmal genau unter die Lupe, weil das ist ja die Abnahme und gekauft wie gesehen. Das heißt, wir schauen uns das nochmal alles an, dass alles richtig zusammengebaut ist. Also praktisch ein sehr gründlicher Check von Motor und Zelle. Genau.
müssen wir jetzt mal. Hast du was gefunden? Nö, nö, nö. Wir schauen das aber trotzdem ganz genau. Insbesondere auch so an Spalten. Ob das alles sitzt, ob auch die Türen ordentlich sitzen, ob die Sitze ordentlich sich bewegen lassen, ob die Verriegelungen einwandfrei funktionieren. Also halt einfach alle Details, die uns nachher im Betrieb eine Menge Ärger bringen könnten. Denn wenn zum Beispiel irgendwas nicht durch eine ansässige Werft gemacht werden kann oder die Werft sagt, pass auf, oder auch der Hersteller sagt, wir können das bei uns im Werk wieder richten, dann würde das immer einen 6,5-7-Stunden-Flug bedeuten. Und das kostet verdammt viel Geld, dann hierher zu kommen. Ne? Und das ist jetzt ist die Chance, dass wir versuchen einzufangen, das Ganze. Und das ist unsere Hauptaufgabe hier. Und die müssen wir heute hier lösen. Die machen den Deckel wieder drauf. Die wollen nämlich nicht, dass ihr das macht, weil wenn du jetzt irgendwas verkratzt, müssen sie es neu lackieren. Wenn die es selbst verkratzen, müssen die es neu lackieren, aber deshalb, das war vorhin. Reiß mich nicht drum. Nee, passt super. Dass die das machen. So Leute, dann haben wir alles. Dann sind wir soweit, dann packen wir jetzt zusammen. Auf nach San Hello. Wir nehmen Patrizia mit. Genau. Wir haben hinten noch ein bisschen Platz. Als Organisator. Und du kannst jetzt anstelle der kleinen Tasche von Mike da hinten mit irgendwo. Dann ist eine Pizza. Aber nicht hier, sondern meiner. Die Bank. Okay. Sehr gut ausgewählt. Ja, was für ein Laden. Ich war ja auch nicht dort. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Gerne. So, dann herzlich dich jetzt und dann sind wir weg. Ja, alles klar. Mach's gut. Ja. Schönen Tag hier. Frau, bin ich auch dabei. Tschüss, kommst du nach Hause.